Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei Let's Play Together Dark Age of Camelot. Uhu. Wenn ihr hinter uns schaut, dann seht ihr da unser Haus und ihr seht, da ist ein Gildenwappen. Ja, was ist denn da passiert? Das sieht aus wie eine Gilde. Ja, wir sind tatsächlich jetzt Mitglieder einer Gilde, wie man hier auch unschwer am Gildentag an unserem Namen erkennen kann. Und, naja, erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Ganz lustige Geschichte. Ich habe ja ursprünglich, als ich meine Twinks auf Hip angefangen habe, niemanden hier gekannt. Und hauptsächlich spiele ich ja nur auf Midgard. Habe da eine sehr große Gilde gefunden. Sehr, sehr groß. Ich glaube, die größte überhaupt. Und irgendwann habe ich dann aus Zufall hier welche in den WGs gefunden, deren Namen sich geähnelt haben und Gildenname auch fast derselbe ist. Und dann habe ich einfach mal die angeschrieben und habe gesagt, sag mal, seid ihr dieselben Jungs von Midgard? Ja. Wer bist du denn? Habe ich gesagt, na, der und der von Midgard. Ja, cool. Willst du nicht mit? Ja, klar, cool. Und so kam das. Und die haben halt auch auf Albion haben sie auch eine Gilde mit denselben Leuten und so. Alles also ist ganz cool. Das ist Ja, ein netter die Haupt. haben uns jetzt ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, beziehungsweise in ihren Reihen akzeptiert. Wir haben eigentlich noch nicht so viel zusammen gemacht. Also natürlich mit Halef. Ja, durchaus. Aber wer weiß, das wird sich bestimmt noch ein, zweimal ergeben. Vielleicht heute, vielleicht morgen, man wird sehen. Genau. Und heute ist der Plan, wir wollen einen Drachen machen. Aber nicht den großen, wir sind nicht so wahnsinnig. Wir wollen es erstmal mit den kleinen versuchen. Das ist sicherlich schon eine Herausforderung genug. Ich sag, das wird witzig. Eine Brause? Ja, einer von euch steht verkehrt. Ja. Ja, stimmt. Okay, ich war's. Das ist wichtig, ich drehe mal die Kamera. So sieht man uns wieder von vorne. Fesch. Ein Geisterfahrer? Viele, ganz viele. Alles voll. Die sind alle verrückt. So, drin ist ein Teleporter, den sollten wir vielleicht mal benutzen. Der Wo muss man da kürzeste hin? Weg ist wahrscheinlich nach Conla und von dort aus nach Innis. Dann reisen wir mal los. Ich war noch nie im Drachengebiet auf Hibernia. Echt nicht? Muss ich nie Okay. erleben. Aber das macht nichts. Das ist auch nicht viel anders als die Drachengebiete anderswo auch. Na, anhand der Videos, die ich von euch gesehen habe, Ist viel es. dunkler als bei uns. Ja, wir waren da immer nur nachts. Oh, ja. So, Wyvern-Ticket nach Innis. Innis, der Ort lässt eigentlich los, ne? Ja, meistens, weil man dort gebunden war. Ich hatte übrigens kürzlich das Vergnügen, einen Kampagnen-Raid mitzumachen mit der Gilde. Was ist denn ein Kampagnen-Raid? Ich hatte ja mal erwähnt in einem der vorigen Folgen, dass ein aktueller Content ja die Anderswelt-Kampagne ist, die Otherworldly-Campaign. Und die, an deren Anfang ihr gerade steht, mit dem Ja, Einberufen einer Armee. wir sind da ja schon voll weit gekommen. Ja. Also danach, wenn man die liebe Königin verdroschen hat, dann geht's halt los mit Aber jetzt neuen Steps. nicht zu viel spoilern, ne? Aber gut, dass es dann weitergeht, das haben wir uns alle schon gedacht. Ja. War gut. Und da braucht man dann ein paar mehr Leute zu, könnte ich mir vorstellen. Tatsächlich. Also es gibt einige Steps, so drei, vier Steps, die kann man zu zweit alleine ohne weiteres machen. Aber es gibt auch zwei Steps, da braucht man wirklich ein bisschen mehr Power. So wie zum Beispiel der Step mit der Königin.
Ja, genau. Ist eine gute Vorbereitung dafür. Ja, wenn man den geschafft hat, dann weiß man, dass man mit den Sachen hinterher vielleicht auch zurechtkommt. Also ich glaube, ich buffe uns noch mal alle durch. Ich weiß nicht, brauche ich bei dir auch irgendwas buffen oder macht das der Hüter oder hast du dir irgendwo Buffs geholt oder so? Ja, der Hüter, der hat schon. Ich werde gleich mal ein bisschen Stoff verteilen. Natürlich auch einfach hier Weil ins Menü gucken. Stoff verteilen. Aha. ja, weil das wird ja jetzt noch ein bisschen herber, die Nummer. Hast du noch Spec-Buffs aus irgendwelchen Gründen bei dir am Laufen? Nein. Dann bitte hier einmal benutzen und Oh, ein mir wiedergeben. Zaubertrank. Das ist sicherlich der gute Gummibärensaft, ne? Ja, Boing, der hat auch genau die Farbe. boing. Ah, jetzt habe ich den Gummibären-Song als Ohrwurm. Verdammt. Gummibären hüpfen hier, dort und Die überall. sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. So, sollen wir den jetzt schon benutzen? Einmal benutzen, genau, damit wir in deinen Browser gehen können und ihr mir dann wiedergehen könnt. Also, ja, das ist ein guter Plan. Ui, der hat gleich die ganze Palette. Die Dinger sind sehr viel wert im Oha, im das, ja, Housing. das glaube ich. Was, wie lange hält das denn? Bis du tot bist. Ach, krass. Bei Ja, dem einen passiert das früher, bei dem anderen später. da braucht man ja gar keinen Buffboard mehr. Wie Ich viel glaube, die Bonus Werte von haben einem die Buff wird. denn? Oder die kommen nicht dran an die Die kommen schon 93? an Cap. Oder? Oder muss ich selber jetzt quasi Buff-Bonus haben, damit die Werte. Die Frage ist mir ehrlich gesagt ein Ticken zu professionell. Vielleicht weiß das ja einer der Zuschauer, Also ob sich. ich habe hier plus 155 von Buffs auf Dex und 155 war meiner Meinung nach Cap für Base und Spec zusammen. Wer kriegt denn wieder Ja. zurück? Der Kerl mit dem Schild, der vor dir steht. Also Stärke ist gecapped, Consti ist nicht gecapped, 5 unter Cap, Dex ist capped und Quickness ist sowieso kackegal. Danke. So. So, welchen Song brauchen wir denn noch? Wir brauchen hier ein bisschen Endu. Wir brauchen Pom. Oh, hier habe ich Pom. Ist das nicht schön? Man kann alle Songs gleichzeitig spielen. Und das ist überhaupt gar nicht immer. So, ihr habt euch schon dran gestickelt, ne? Ach, Sieh da. Wunderbärchen. Sag ich schon Wunderbärchen. Ey, wo kommt das denn her? Wer hättest du Von den gesagt? Gummibärchen. Ja, wahrscheinlich. Heute ist übrigens, wie ihr da oben sehen könnt, der 8. März. Und was ist der 8. März? Weltfrauentag. Frauentag. Jawohl, dann einmal Graz an alle unsere Zuschauerinnen. Wenn ihr die Folge seht, ist übrigens frühestens der 9. März, aber das macht jetzt nichts. Nachträglich, wir haben an euch gedacht. Wir wollen nämlich keine Haue kriegen. So, hier geht's jetzt in die Drachenzone rein. Und ja, dann wird es gleich halt wieder ein bisschen finster. Schummerig. In Unna wurden heute lausig viele rote, merkwürdigerweise Rosen verteilt. Rosen? Müsste man nicht klassisch nelken? Ja, so kenne ich das auch nur. Ja, aber das ist letztendlich egal. Ich meine, für mich ist das eh Blume, Blume, Komma, Rot.
Ich bin jetzt nicht so der Ornithologe oder wie die Blumenfreunde heißen. Aber ich dachte, das wäre Antipasta. Wenn es gematscht ist, ja. Ja, Rosenblätter kann man ja durchaus verspeisen. Da spricht ja gar nichts gegen. Also die Blütenblätter meine ich. Ich schätze mal die anderen Blätter auch, aber die sind wahrscheinlich ein bisschen härter. Und die Blütenblätter, die kann man sich reinpfeifen, wenn man denn nichts Besseres vorhat. Allerdings nicht unbedingt jetzt ausprobieren mit den Blumen, die ihr aus dem Blumenladen habt, weil die sind wahrscheinlich irgendwie gespritzt. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir hier schuld am Bauchschmerz von vieler anderer Leute sind. Nein, auf gar keinen Fall. Kinder, nicht nachmachen. Wir sind ausgebildet und staatlich anerkannte Experten in allen Fragen. Also ein Mini-Drache, wenn ich das richtig deute, der ist hier in diesen Ruinen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Ne, direkt hier. Direkt hier rechts oben? Neben uns. Direkt hier oben? Der Asinat. Na, Brause, weißt du noch, wo wir hier mit Darky die Typen gesucht haben? Ja, da sind sie. Ja, da sind sie. Warte mal. Der ist aber sehr nah. Das ist mir nicht geheuer. Darky hat sich auch nicht wieder gemeldet. Also, alle Darky-Fans, ich muss euch leider sagen, ich habe nichts von Darky gehört. Ja, wahrscheinlich nach seinem 1000. Account eine Sperre versetzt. Kann da sein, oder? Ich sehe Flügel. Ja, irgendwo am Horizont, da flattert es. Ja. Hinter diesen Mauern? Oder ist das da? Frage. Doch, das ist das. Ich dachte erst, das ist vielleicht irgend so ein atmosphärischer Störungseffekt. Gut, ich glaube, den Warshade hier müssen wir kaputt hauen. Dann haben wir freie Bahn. Der hat immer Ads, der Drache. So von denen und ein paar anderen. Ja, da muss der CC sitzen, mein Freund. Wir werden am besten erstmal so ein bisschen links und rechts aufräumen dann. Ja, aber der hat so ein Fünferpaket, das kriegst du nicht ohne ihn. Wenn du die pulst oder einen von denen, dann kommen alle mit ihm zusammen. Das ist nur bei allen Mini-Drachen so. Mhm. Ja, aber ich hab ja sicherlich vom Hüter Guard drauf und so. Habe ich tatsächlich, ne? Ja, warum wird das jetzt nicht noch angezeigt? Intercept habe ich drauf. Und Brause, ich glaube, den kannst du fertig machen. Ja, wenn wir dann vor Ort sind, stehe ich natürlich erstmal Mana fällt und so, ne? Aber jetzt geht's, glaube ich, noch so. Schwert sieht so klein aus. Hier steht noch so ein Einzelner auch vor der Tür, etwas weiter weg. Auch hinter uns direkt, ja, einer, so ein Warshade. Ja, den meinte. Den machen wir mal, wa? Ja, warte, weg ist es weg. Badenbombe. Platz ist er. Episch. So, wo wollen wir uns aufstellen? Oh, der guckt aber gar nicht freundlich. Nö, der ist auch nicht freundlich. Da sind doch noch so viele. Die kommen gleich auch alle. Ja, 5 Stück oder so sind das immer. Ich würde sogar tatsächlich sagen, hier, weil hier wirkt es relativ leer im Vergleich zu den anderen Ecken. Ja, wir werden ab und zu halt noch die beiden von gerade zu Besuch kriegen. Aber ich stelle jetzt schon mal Manafeld auf. Je schneller, desto besser. Ich werde dann mit dem Vieren versuchen, den wegzudrehen. Ja. Damit der AOE euch nicht trifft, sondern nur ihn. Das steckt ja relativ gut weg. Sozusagen sein Hinterteil nur sehen. Genau. Ihr müsst mir nur sagen, nu geht's los. Dann hämmer ich los. Na, dann bin ich mal gespannt. Also ich bin ready. Irgendwo habe ich hier noch eine Anzeige von irgendeinem Warship, der jetzt klein nur noch ist, aber... Er muss etwas weiter weg sein. Gut. Angst. Wie machen wir das am besten?
Du rennst zum Drachen und verärgerst ihn ein bisschen und ich metze, was dann da kommt und dann Genau, gucken wir alles, was mal, auf was euch alles schief zukommt. geht. Genau. Ja, genau, das machen wir dann so. Ah, wunderbar. So. Demento. Auf in den Tod. So, da kommt einer angerannt. Der ist erstmal schlafen geschickt. Da vorne ist ein ganzer Haufen. Oh, jetzt hat er mich leider raptet. So, ich hab da mal. Oh, jetzt. Das ging aber fix. Das war leider sein AOE, der uns da gerade erwischt hat. Ui. Ja, ich weiß auch. Der. Aber wieso? Der hat doch gerade weg. Ja, ne, der hat sich zwischendurch mal umgedreht. Also, der. Kann ich denn auf ihn draufhauen? Ich lasse dich nicht aufhalten, Browser, aber ich glaube nicht mehr, dass das einen großen Unterschied macht. Nicht mehr, ne. Muss hier erstmal aus dem Schussfeld. Ne, das Biest ist schon raffiniert, ne? Das hat erstmal geguckt, Es wo hat stehen nichts die genutzt. Supporter und Hast du denn gleich geheilt? ich habe zwei gemetzt und dann war ich tot. Also, das ich bin noch nicht mal zum Heilen gekommen. Also weggesteckt hat er das schon ganz gut, der Fian. Der hat schon zwei, drei Ja. Attacken gefressen. Aber wir dürfen das halt nicht abkriegen. Aber ist ein bisschen blöd. Ja, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Das ist ja jetzt kein Problem. Jetzt wissen wir, wie das Ganze so abläuft. Dann können wir relativ easy going das durchziehen. Ist ja keine Sache. Zum Ah Teil ja, habe ich hier ein ist bisschen geholt. der Heiler. Sehr schön. Ja, musst du zweimal anklicken, brauchst du, ne? Einmal, glaube ich, für den Sickness und einmal für Konsti zurückkaufen. Genau. Aha. Wo bist du hingelaufen? Ich bin Richtung Norden gelaufen, genau hier. Da hinten ist der Teleporter und dann teleportieren wir uns direkt wieder nach Conla und reisen dann wieder an. Jo. Den legen wir auf jeden Fall einmal. Also ich werde beim nächsten Mal ein bisschen mehr aufs Heilen achten. Wenn dann einer halt nicht gemetzt wird, okay. Damit kann man leben, aber den Damage, den muss ich glaube ich erstmal primär wegheilen, sonst klappt das nicht. Das ist halt die Frage. Theoretisch hättest du gar keinen abkriegen dürfen. Ich kam auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich zu den zu hauen, zu aggroen. Wenn du den gleich heilst, dann hast du ja gleich wieder aggro. Verstehst? Ja, wir müssen mal gucken, weil du hast natürlich durch den Taunt baust du doch ordentlich Aggro auf und du stehst halt viel näher dran, ne? Ja, Das eigentlich schon. sollte dich dann eigentlich als Nummer 1 Target markieren. Ja, ist knifflig, aber wir werden das hinkriegen. Ganz ehrlich, wie doof wäre das denn, wenn es so einfach wäre, einen Drachen zu legen, selbst wenn es ein kleiner ist? Richtig, ein Drache ist natürlich der epische Endboss in Fantasy Games überhaupt. Also da drüber kommt eigentlich keine Ahnung, was da noch drüber kommt. Vielleicht die Götter selbst. Legio. Aber ansonsten. Kennst du eigentlich noch den DF-Wurm, der da in den Katakomben da rumhaust? Ja, den haben wir sogar mal besucht. Das war noch. Wann war das? Das ist schon eine ganze Weile her. Entweder das war nicht auf dem alten Utgard, das war, glaube ich, auf Origins. Da waren wir einmal da unten. Ich glaube, das war die Folge, als die Mobs alle nicht auf Aggro waren. Da haben wir uns da unten rumgetrieben. Und jetzt noch was, was euch überhaupt nicht interessiert. Fußball. Vierte Minute, 1:0 für Borussia Dortmund. Ja, Hallihallo.
Das freut die schlecht. Freunde von Borussia. Ja. Jana schwebt quasi durchs Wohnzimmer. Eigentlich sollte sie ja dafür sein, dass sie die verlieren, weil dann brauchen sie bestimmt Trost. Stimmt, ne? Aber ich glaube, so weit denkt die noch nicht. Das kommt noch, das kommt noch. Deutrans, wo bist du denn? Ja, da. Alles klar. So, Halef, bist du schon aufgebrochen von irgendwo, oder? Wohl. Bin schon auf dem Fluggaul, bin bald da. Super. So sehe ich meinen Eldrich gerne. Schillekasten. Sticket hat er auch. Hat die auch schon quasi am längsten überlebt. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein stimmt, ja. Sehr, sehr tankiger Bild, den er da hat. Da zeichnet sich eben die Qualität ab. Definitiv. So, dann den Hero einmal schön basen. Nee, brauchst du nicht. Brauch ich nicht. Der Trank macht es schon. Der gibt auch Base? Ja. Ist ja nicht wahr. Ich fühle mich ein bisschen überflüssig. Nee, ganz und gar nicht. Dein CT ist gerade sehr gebraucht. Haben wir vielleicht noch einen Trank, der alle 3 Sekunden automatisch Spread Heal macht oder so? Nein. Ja, da hängen wir alle an der Flasche. Ist ja nicht wahr. Ja, voll. Hey, mein Schnackelchen, wo ist er denn? Ist aber auch nicht Werbung hier im Chat. Was ist denn da los? Ja, ne? Tja. Ja, viel Erfolg bei der Suche. Warum kann ich denn jetzt da diesen Buff nicht? Mach's einfach so wie gerade, das müsste funktionieren. Ja, habe ich auch gemacht. Hab ich ja auch gemacht. Das Symbol, was du dir vorher reingezogen hast, zählt jetzt nicht mehr. Du musst es nochmal neu ranziehen. Kann das sein, dass du mir was Falsches gegeben hast, neu? Nö. Kann eigentlich nicht sein, weil ich hab den nicht mehr. Warte mal, jetzt nehme ich doch mal. Ach so, das ist. Alles klar. Der Gummibärentrank. Boing, boing. Danke. Also, wenn ihr dann alle fertig und gestickt seid, reisen wir wieder an. Ja. Ah, sehr schön, sehr schön. Piekserich oder Piekserich, ich weiß es nicht. Wäre beides gut. Ja, ja. Der Piekserich ist heute sehr piekserich. Brause. Ja. Deine Aufgabe wird es sein, die einzelne herauszupicken und fertig zu machen, die Schweine. Aber so richtig. Jo. Du wirst dadurch blockende und stunnende Unterstützung durch mein Hüterich bekommen. Also nicht auf den Drachen, sondern nur... Den sozusagen als allerletzt. Wir müssen erst die Ads loswerden. Vielleicht am besten erstmal auf die zu uns hingelaufen kommen, weil ich sie nicht gemetzt habe. Ja, ich versuch's mal. Ja, du hast, glaube ich, Block, wir haben einen Bubble laufen. Da müsste ab und zu der ein oder andere Cast rauskommen. Stunt haben wir auch. Und ich versuche halt, den halt die Agro abzuziehen.
Und 325 Decks. Uah. Ich meine, okay, ist jetzt kein Stuffy-Caster-Wert mit, was weiß ich, 390 Decks oder was man da heutzutage hat. Ich habe auch 329 mit meinem Hüterich. Und 330 mit meinem... Du hast 329? Warum habe ich nur 325? Ach, ich habe nur 95 Item-Bonus. Ah. Tü-tü. Ich glaube, 101 konnte man haben. Ja, ja. Nee, ich habe mit meinem Fianerich habe ich 90 nur. Der hat ja der Käseausrüstung. Und 96 mit meinem Hüterich. Ja, ich schätze, mit der Champion-Waffe komme ich dann auch drauf. So, hier war das ja, doch schon irgendwo, oder nicht? Ja, ja. Ich glaube, diesmal kommen wir von der anderen Seite. Das ist quasi die Rückseite. Ja, lass uns. Der Spot war eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Oder? Ja, doch, ich fand den auch gut. Na, dann gehen wir doch nochmal hin. Ja, ein schöner Platz zu sterben. Ja, auch nicht schlechter als die anderen. Ist der Dreck im Gesicht, ist Dreck im Gesicht, egal wo. Stellt euch mal ein bisschen weiter hier so hin. Hier so hin? Okay. Würde ich sagen. Okay. Hier so hin? Warte mal. Soll ich. Manafeld stellen oder du? Ich stelle Manafeld, du stellst Heilfeld. Einverstanden? Krabble. Was für eine gute Idee, ja. Ja, ist schon. Ich stelle das jetzt. Der Vorteil ist, dass dann auch gleich der Hüter jede Menge Agro zieht. Und nicht ich. Und der kann das ab. Hüter hält was aus. Der steckt. Hier rechts steht so ein Einzelner. Ja, ich glaube, der ist weit genug weg. Wenn ihr wollt, könnt ihr. Ihn... rechts, ne, da wo die Dreiergruppen davon rechts. Achso, ach so, den meinst du. Der gehört dazu. Ein roter ist den. So, könnte ich dann vielleicht zuerst attackieren. Da läuft gleich unser Tank hin. Der wird sich. Also, ich werde eh da wieder in die Richtung. Genau. Boah, ich habe gerade irgendwie Leck. Ihr seid im Teamspeak sehr abgehackt. Oder bin nur ich das? Pause? Hörst du mich flüssig oder abgehackt? Tja. Ja, dann bin ich das. Da ist der Doll dran abgehackt. Jetzt mal abhaken, die Sache. Jo. Wollen wir es wagen mit deiner Leitung? Vielleicht sollten wir lieber noch eine Minute oder so warten. Ich würde dann sagen, wir machen jetzt vor dem Angriff nochmal einen Cut, weil wir sind schon fast bei 30 Minuten. Und dann haben wir wieder so einen schönen Cliffhanger. Und für die nächste Folge sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, Cut. Cut, 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 cut.